Johann Sebastian Bach ist einer der bekanntesten und bedeutendsten Komponisten der Musikgeschichte. Seine Werke gehören zum festen Repertoire der klassischen Musik. Sie haben spätere Komponisten wesentlich beeinflusst und sind in zahllosen Bearbeitungen präsent. Bach ist zeitlos. Das Bach-Museum Leipzig ist ein Museum der ganz besonderen Art. Es stellt die ungebrochene Bach-Tradition der Stadt, ihren historischen Rang und ihre Vitalität als Musikstadt eindrucksvoll unter Beweis. Das Ambiente des historischen Bosehauses am Thomaskirchhof, in dem Bach wohl einst ein- und ausging, bietet eine ideale Möglichkeit, die weite Kluft zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu überbrücken. Hier in Leipzig wirkte Bach 27 Jahre lang und komponierte viele seiner bedeutendsten Werke. Die Dauerausstellung und die wechselnden Kabinettausstellungen bieten einen intensiven Einblick in Bachs Leben und Wirken. Seit dem Umbau in den Jahren 2008 und 2009 hat sich die Ausstellungsfläche mehr als verdoppelt. Die Präsentation der Inhalte ist durchgängig zweisprachig gehalten. Das Bach-Museum möchte seine Besucher aktiv beteiligen und bietet dazu abwechslungsreiche Perspektiven, vielfältige Informationsmöglichkeiten und mancherlei einzigartige Raritäten. In der klimatisierten Schatzkammer, dem Herzstück des Museums, sind wertvolle Originalhandschriften zu bestaunen und Funde aus dem vermutlichen Grab Bachs zu sehen. Ein weiteres Highlight ist der historische Orgelspieltisch der nicht mehr erhaltenen Leipziger Johanniskirche. Johann Sebastian Bach, zu Lebzeiten vor allem als Virtuose und Orgelsachverständiger geschätzt, prüfte das Instrument im Jahre 1743. Klangrohre, in Form und Material an Orgelpfeifen angelehnt, schlagen wieder die Brücke zwischen faszinierter Betrachtung und interaktiver Erfahrung. Es gibt viel zu hören im Bach-Museum Leipzig. Raummusik und eine Klanginstallation zu Bachs Orchester sowie zahlreiche Hörstationen bringen die Musik Johann Sebastian Bachs und das barocke Instrumentarium zum Klingen. Zu Führungen und Konzerten ist auch der barocke Sommersaal mit seiner einzigartigen Schallkammer wieder für Besucher zugänglich. Ein Lustgarten und ein Museumscafé bieten Gelegenheit zum Entspannen und Verweilen. Mit der Einrichtung des neuen Bach-Museums haben sich auch die Bedingungen für die museumspädagogische Arbeit deutlich verbessert. Die neue Ausstellung beinhaltet ein umfassendes Vermittlungskonzept, das sich an ein breites Publikum richtet und vielfältige Anknüpfungspunkte für die Museumspädagogik bietet. Nach dem Umbau steht zudem erstmals eine gut ausgestattete Werkstatt zur Verfügung. Das Bach-Archiv Leipzig ist in seiner vielfältigen Aufgabenstellung weltweit ohne Parallele. Als Zentrum der Bach-Forschung genießt es international einen hervorragenden Ruf.
Mit seiner einzigartigen Sammlung und seinen vielfältigen Veranstaltungen trägt es entscheidend zur internationalen Ausstrahlung Leipzigs als Musik- und insbesondere als Bachstadt bei.